Meine Smoke, wo ist denn die hingeflogen? Habe ich den Palast gesmoked? Wie gut die geflogen ist, Alter, genau da soll's bleiben. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde Matchmaking. Und zwar auf das 2. Wie ihr es euch gewünscht habt, ist ja schon gut. Ich hoffe so sehr, dass das was wird, Kinder. Das 2 ist für mich eine der schlimmsten Maps geworden, die ich, die man so spielen kann. Aber ich denke, jetzt ein gutes Erlebnis darin könnte meine Stimmung diesbezüglich wieder... fuck, ich hab keinen Bock mehr auf die Map, Alter. Leute, lasst mich doch mal vorbei. Hi, dein Kartoffelbrei. Gut, ich plan for sight, alles klar? Ja, lange Zeit kann das 2 mal gespielt, beziehungsweise... fuck, warum habe ich denn jetzt... Ach komm, jetzt kommt er? Will er mich verarschen? Ich habe ihn einfach nicht getroffen. Egal, wir haben schon mal die erste Runde geholt. Das passt mir eigentlich ganz gut. So. Sehr schön, Jungs. War schon mal echt ein cooler Anfang. Ich hoffe, dass es einfach so weitergeht. Ich habe nicht verstanden, wohin er rushen will. Was er sagt. Ich wollte euch mal ein kleines Update geben wegen meinem Auto. Also ich habe, oder ihr habt das ja schon gesehen, möglicherweise, wenn ihr auf meinen sozialen Medien unterwegs seid. Ich habe ein kleines Video geschickt von meinem Rostproblem am Auto. Fuck. Oh mein Gott. Ja, also mein Auto hat sich so etwas aufgelöst. Noch mehr. Wie es eben eigentlich schon aufgelöst war. Es ist leider schon echt um ein gutes Stück zerstört. Unten am Radkasten ist halt ein Loch drin. Das habe ich jetzt zugemacht mit. Ihr wisst schon, wie heißt das Glas? Fieberwollenglas, Fieberpanzer mit Harz. Damit habe ich es zugemacht. Also dieses große Loch zugemacht und den Rest halt mit so Spachtel, Reparaturspachtel, Fieberpo. Muss noch alles glatt schleifen, mir die Farbe dafür holen, dass es wieder nach was aussieht. Und ja, so weit, so gut. Ich hoffe, das wird einfach wieder. Da ist einer. Klar, warte mal, der ist auf dem Elevator. Oh mein Gott. Naja, ich warte auf den. Ich lasse ihn einfach mal. Oh, nice! Echt ein cooles Team. Die sind wirklich gut drauf. Und ich bin Carryboy. Zumindest von den Punkten her habe ich mich schon so ein bisschen hochgeplantet. Nein! Ja, mein Ziel ist es endlich auf Doppel-AK aufzusteigen. Also auf die überkreuzten AKs. Sind ja eigentlich dann MG3, also Triple-AK. Aber es sind 2 AKs zu sehen. Deswegen Doppel-AK. Ne? So viele AKs in einem Satz. Wie sieht es bei euch aus? Was ist euer Traumrank bei CSGO? Was wärt ihr gerne? Seid ehrlich. Also ich weiß, dass nicht jeder unbedingt Global sein will, aber wie gut würdet ihr gerne spielen? Was wäre so der Rank, bei dem ihr sagt, hey, hier kann ich stehen bleiben, da habe ich auch ganz gute Mates oder da gefällt mir es am besten? Wie sieht es bei euch aus? Also bei mir ist es so, ich würde gerne wieder auf DMG. DMG oder LE würde gehen? LEM war zu krass. Also so für die YouTube-Geschichte ist es vielleicht dann doch zu arg. Also jetzt für mich persönlich, weil ich ja beim Spielen nicht so viel aufpasse, sondern eher dann doch halt mit euch kommuniziere und deshalb nicht extrem krasse Lobby haben möchte. Nicey nice, nicey nice. Ich esse gerne Kinder. Aber ich hier überhaupt für einen Scheißdreck. Wir müssen mal loslegen jetzt, Jungs. Ich will mal 1000 Punkte haben. Guck mal, ich habe nur 11. Lass uns mal A wieder versuchen. Ich habe keinen Molly gekauft. Mann, wie scheiße ist das, bitteschön. Meine Smoke, wo ist denn die hingeflogen? Habe ich den Palast gesmoked? Wie gut die geflogen ist, Alter. Genau, da soll es bleiben. Shut us down. One eye on spot. Nice. Oh nein. Ach, nice, thank you. We're gonna plan for short. Okay. Oh shit, der letzte kommt von Mitte. Okay, alles klar. Da, Bitch. Oh, schade, er ist nicht gestorben. Krass, Mann. Oh, short, schnell weg, bevor der Nate schmeißt und ich tot bin. Ja, wie sieht es bei euch so aus? Was für einen Rank hättet ihr gerne? Auf welchem Rank könnt ihr am gemütlichsten spielen? Ich weiß, dass viele durch blöde Zufälle downranken und sich sagen, hey, scheiße, auf dem Rank, auf dem ich spiele, das ist unmöglich. Da kann ich nicht spielen. Andere wiederum sagen, hey, cool, ich wäre gerne so hoch, wie du gerade bist, ne? Und würde da gerne spielen. Ich mach die krasseste Smoke der Welt. Geil, Mann. Erstmal geflasht. Ist das meine Smoke gewesen? Nee, wie habe ich denn gesmoked? Bin ich dumm? Was habe ich hier bitte schon gerade gesmoked? Alles short. Fuck. Nice. Hallo, gut gemacht. Oh, wir stehen einfach so geil hier. Diese 4 Jungs sind edel. Einfach cool. Wirklich sehr cooles Team. Der eine hat schon gemeint, er edit uns alle, weil er uns cool findet. Mal schauen. Vielleicht spielt man ja wieder zusammen. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Oh, ich habe übrigens meine Freundesliste sauber gemacht. Oh, shit. Moment. Gefickt. Ja, die Freundesliste habe ich aufgeräumt. Ich bin nach Schema wie folgt vorgegangen. Ich habe einfach mal alle weggehauen, deren Namen mir nichts sagen, ne, wisst ihr ja. Und die nicht in der Steam-Gruppe drin sind. Weil ich automatisch dann ausgehe, dass die Leute nichts mit der Community zu tun haben wollen, wenn sie nicht in der Steam-Gruppe drin sind, ganz klar. Die habe ich noch nicht alle rausgekloppt, aber ich habe eine sehr lange Liste, die zur peu à peu halt rausfliegen. Und ich habe aber schon einiges gelehrt und bei den Anfragenden habe ich es genauso gemacht. Wer von den Anfragenden nicht in der Steam-Gruppe ist, habe ich direkt wieder auf Ignore gedrückt, weil ich mir halt denke, okay, die können ja gar nichts mit den Dummbabblern an sich so zu tun haben wollen, ne? Die sind auf anderes aus und darauf bin ich nicht aus. Kommt, Jungs, geht raus. Er hat doch nur eine Pump. Auf, Junge, Alter. Nice. Ja, so bin ich vorgegangen. Jetzt ist wieder ordentlich Platz. Ich habe auch schon wieder viele Leute aufgenommen. Und vor allem eben Namen, die mir was sagen. Ihr wisst es ja, wenn ich sehe, oh krass, der ist immer auch in Twitch, ne? Zum Beispiel Esel. Dich habe ich aufgenommen, weil ich deinen Namen kenne. Und so werde ich jetzt noch meine Freundesliste ganz genüsslich durchgehen und eben, Leute
herausnehmen, die mir nichts sagen und die nicht in der Steam-Gruppe drin sind. Ich habe auch ganz viele Anfragen bekommen von irgendwelchen Leuten aus, was weiß ich, Japan, Malaysia und so ein Scheiß. Das sind wahrscheinlich alles irgendwelche Geier. Die habe ich natürlich direkt blockiert für immer. Nee, Quatsch, auch ignoriert halt. Es sind auch erstaunlich viele dabei, die irgendwann mal einen Wackbann hatten. Das finde ich wirklich sehr wunderlich, Leute. Wie kann das, wie, was ist, was treibt ihr? Was treibt ihr? Ich habe schon kurz mit dem Gedanken gespielt, möglicherweise keine Leute anzunehmen, die einen Wackbann hatten. Aber es haben so viele Wackbännerische schon gehabt. Manchmal ist es, was weiß ich, 600 Tage her oder sowas. Oh shit. Kommt, Jungs. Wir gehen da jetzt drauf, Alter. Ich wollte doch noch blenden, ey. Leute, wird das jetzt etwa das erste 16 zu 0? Kann ich nicht glauben. Damn, dude, damn. Und ich habe auch wieder sehr viele Karten von euch bekommen, die ich jetzt Stück für Stück uptrade, beziehungsweise mir von Karten, die ich gar nicht mehr zum Traden benutzen kann, wie bei CSGO zum Beispiel. Die nehme ich trotzdem gerne an, weil die verkaufe ich einfach für 4, 5 Cent das Stück. Und davon kann ich wiederum neue Karten für andere Spiele kaufen, wo ich mich noch aufleveln kann. Und somit erhalte ich mehr Freundesplätzen-Liste. Freundeslistenplätze. Was labert ihr da gerade? Habt ihr mir gerade die Worte im Mund umgedreht? Das wart ihr hier. Das ist so im Moment das, was ich mache, wenn ich wirklich sehr viel Zeit habe. Ich habe auch die Graffitis rausgehauen an, ich glaube, 8 oder 9 Leute von 20. Der Rest hat sich noch nicht gemeldet. Die Gewinner für die Graffitis wurden unter irgendeinem Video bekannt gegeben, da ich ja davon ausgehe, dass... Shit! Dass eben jeder von euch, der vor allem bei den Giveaways mitmacht, natürlich grundsätzlich alle Videos schaut. Somit erwischen wir halt die, die nur nach Skins geiern und nicht die Videos schauen, nicht? Vor allem nicht aufmerksam, weil ich sag's ja nicht direkt am Anfang, ich sag's ja irgendwann zwischendrin. So passiert es übrigens mit allen Sachen, ne? Mit allen Giveaways, die in Zukunft kommen. Shit. Bombing. Ich wollte es einfach hier nochmal anmerken, das haben wir schon vor längerem beschlossen. Wie lange ist das her? Monate? Keine Ahnung. So ist übrigens auch die P90 Asimov, diese Isle of Spray, ist dadurch immer noch im Rennen, ne? Der Gewinner hat sie nicht abgeholt. Ihr solltet halt einfach gucken, dass ihr natürlich, gerade wenn ihr bei Giveaways mitmacht, alle Videos schaut oder an sich natürlich alle Videos schaut, ganz klar. Ja, mein Kram ist der beste Kram der Welt, weil sonst kriegt ihr halt solche Sachen nicht mit, ne? Wenn ihr dann was gewonnen habt. Deiner Short, glaube ich. Yay! Die wollen mich kicken wegen meinem Knife! Weil ich das Knife hab. guck mal hier, 13, 6, ne? Verstehst du? Bitte sagen. Fuck, man, ich bin ultra low HP, mofo. Oh mein Gott! Oh! Kinas! Da leck mich doch am Ärmel. Ich bin jetzt aber auch gerade echt ein Glückskind, ne? Ohne Witz. Ich renne hier rum und bin in das... Die haben eine Runde geholt? Nein, unser 16 zu 0 ist zerstört. Na supi. Vielen, vielen Dank für das Knife, Leute. Ohne Witz, vielen, vielen Dank. Es ist so geil, was es einfach auch an Aufmerksamkeit gibt von Leuten halt, die... Ich meine, gut, es bringt mir jetzt nicht so viel, wenn diese Jungs hier reinschauen auf YouTube, sag ich mal, ne? Also auf mein Profil und dadurch auf YouTube kommen, weil sie eben unsere Sprache nicht sprechen. Aber ich denke, allein durch dieses Knife ist mir schon der ein oder andere aufs Profil gegangen, um einfach zu gucken. Shit. Ich habe euch ja im letzten Video gefragt, wen ihr alles so neben mir schaut, ohne eine Wertung abzugeben. Aber ihr habt einfach von euch aus dann geschrieben, hier den, den und den. Aber dich, dumm Bibli, gucke ich noch am liebsten. Das ist wirklich bombastisch, Leute. Das ist wirklich cool, sowas lesen zu dürfen. Vor allem, wenn ihr dann auch wirklich spezifisch werdet und schreibt, ja, ich gucke zu Jorgo und Vex und so weiter. Also It's Vex oder wie er sich nennt. Also ich habe ihn schon gesehen. Ich habe schon Videos von ihm gesehen. Fuck. Montanos. Und ich finde ihn den verschissenen Hammer. Er ist so richtig geil. Und wenn halt jemand schreibt, hey, ich finde dich besser als Vex oder genauso gut, du kannst gut mit ihm mithalten. Oder ich guck dich lieber als den und den. Das ist für mich einfach der absolute Hammer. Das zeigt mir halt, dass ich das Richtige mache, in die richtige Richtung gehe mit dem CSGO-Content, den ich eben mache. Und dass ich, so wie ich diese Gewichtung halte, also Skill und Unterhaltung, dass das ganz gut passt. Ich war ganz, ganz am Anfang, war ich extrem skeptisch und wusste nicht, wie es so ankommt, wenn jemand halt, der wirklich
jetzt nicht so der Beste ist, auf CSGO halt sich da rumtreibt, ne? Weil jeder kennt die Community, kann unangenehm werden. Fast schon wie bei Dota oder LoL oder wo es ist, ich glaube bei LoL. Und trotzdem, ich habe nie eine Hass-Tirade oder... Doch, es kamen schon so ein paar Sachen. Es kam gerade noch vor längerem solche Dinge im Overwatch wie, noch nicht mal auf dem und dem Rang sein, aber schon Overwatchen oder so und und hin und her, ne? Ich meine, klar, die Leute kennen mich nicht. Sie kennen meine Vergangenheit nicht mit Counter-Strike an sich, wie lange ich da schon... Ich bin wahrscheinlich schon länger drin als die meisten Zuschauer zusammen addiert. Und man sieht es ja nicht so raus, vor allem wenn ich da nicht globalmäßig abgehe, ganz klar. Ich weiß auch nicht, die Leute glauben wohl, dass wenn man einmal einen Skill hatte, dass man ihn nie wieder verliert. Oh! Noch ein Header gedrückt, nice! Es hat mich natürlich nie gestört, da war ich auch drauf gefasst. Also ich mache ja Videos schon immer, ich habe euch ja schon länger, ich werde ständig gefragt, wie lange ich schon YouTube mache, da sage ich immer, Leute, ich mache seit ich 5 oder 6 Jahre alt bin Videos. Natürlich nicht am PC mit Gaming-Bereich, das gab es damals so noch gar nicht, aber mit meinem Cousin halt. Einfach lustige Videos gedreht, im Park irgendwo dagegen gelaufen oder so, Räuber und Gendarme und wir kriegen dich Peng Peng mit Stockpistolen und so ein Scheiß, ja. Da kam bei mir ganz, ganz früh schon Editing dazu. Natürlich nichts Großes, einfach so, was man halt so macht. Ganz oft gesprungen, so Stop-Motion-Filme gemacht und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich schon immer mein Leben oder ein Teil meines Lebens, ja, Filme und so Zeug zu machen. Früher gab es halt Seiten wie Ohrschlurch, Bambusratte und sowas. Ganz, ganz, ganz davor haben wir natürlich nichts hochgeladen, die Videos. Die haben wir einfach gehabt auf unseren PCs und später auf unseren Foto- und Video-Handys. Wow, das war ja richtig krass, dass die dann mal, ne, also, und sowas. Du konntest mit deinem Handy auf einmal Fotos machen und Videos. Fick die Wurst. Für uns Kinder war das total brutal fantastisch. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. CSGO, Skill, Videos, Alter, früher, Kinder... Gender? Was? Ach genau, ja, genau. Und da ich das schon sehr, sehr lange mache, auch im Internet, bin ich es eben gewohnt, dass die Kunstwerke, die Machwerke, die man eben online stellt, dass die ja auch gesehen werden von Leuten. Man stellt sie ja gerade deswegen online, um sie der Welt zu zeigen. Man teilt sie mit der Welt und somit erhält man auch oder kann man auch potenziell das Feedback der ganzen Welt erhalten. Und das war mir ganz, ganz früh schon klar und ich habe es auch gespürt natürlich. Als ich jünger war, war das natürlich etwas schwieriger. Ich habe früher ganz lustige Garry's Mod Videos gemacht auf mein Video damals und das war jetzt nicht so der absolute Hammer und da gab es halt auch manchmal schlechte Dinge. Oder davor habe ich SpongeBob synchros gemacht. Da habe ich mit meinem Cousin zusammen SpongeBob neu synchronisiert. So total bescheuert halt. So und sowas. Ultra schlechte Qualität. Aber wir fanden es saulustig. Und es war auch saulustig. Da gab es böse Zungen, die da dann Scheiße dazu geschrieben haben. Als Kinder fand mir das natürlich überhaupt nicht cool. Nein! Wenn du dann erstmal ein gewisses Alter erreicht hast, dann... einem ist es ja klar, ich stell's online. Also sag ich allen, komm schon, haut mir in die Fresse. Und damit muss man umgehen können, sonst braucht man sich im Internet nicht rumzutreiben. Gerade im Internet, wo wirklich jeder mit völlig falschem Namen oder anderem Namen eben sagen kann, was er will über dich. Das ist halt die Anonymität des Internets, ne, ist da ja hardcore. Deswegen ist halt auch immer lächerlich, wenn dann jemand sagt, ich hab ein Dislike-Bot oder ich hab Hater oder irgendwie sowas. Leute. Ich verstehe es, wenn jetzt jemand irgendwie, sobald er ein Video hochlädt, auf das er maximal 30, 40 Aufrufe bekommt, dass er da auch 30, 40 Dislikes drauf hat, dann würde ich fast von einem Dislike-Bot sprechen oder von Hatern. Aber wenn da mal 1 oder 2 Dislikes drauf sind, ja, ich hab auf jedem Video Dislikes. Das ist ganz normal. Vor allem, wenn man wächst, weil mit wachsendem Publikum steigt ja auch die Zahl der Menschen, denen es vielleicht nicht gefallen könnte. Klar, ich meine, natürlich gibt es Hater. Aber selbst wenn, darüber denkt man doch keine Sekunde nach. Das muss einem einfach scheißegal sein. Wir sind hier im Internet. Und da ist es halt so, wie es ist. Da muss man sich halt dran halten. Gott, ich weiß gar nicht, wie ich die Folge benennen soll. Ich habe keine Ahnung. Okay. Was? Oh mein Gott! Das gibt's doch nicht! Habt ihr gerade diesen komischen, ich weiß nicht, Lag, Delay, Hans Wurst? Was war das? Warum sind die nicht beide umgefallen? Und vor allem, warum konnte ich nicht beide annehmen? Es ging nicht. Ich bin so komisch. Das war Betrug, Schiebung. Ihr wart es, gell? Du warst es. Peng. Wow. Shidu, da ist noch... Oh shit. What? Der Hubert hat jemanden gekillt. Fuck, Hubert ist on der Stissel. Die gehen echt vor, ne? Die gehen lang durch. Warum machen sie das? Oh, auf, komm, der hat noch 16 HP. Spuckt ihn an, dann ist er tot. Ja, das ist auch nochmal so eine Sache, über die ich gerne sprechen. Gibt's das, Jungs? Was macht ihr denn jetzt? Warum habt ihr das gemacht? Warum seid ihr gestorben? Ja, wie nenne ich die Folge dann? Das ist so ein blöder kleiner Struggle, über den ich mich ständig aufrege. Weil man macht Videos, die inhaltlich natürlich der verschissene Wahnsinn sind, ja? Die eigentlich eine 10 Trilliarden, Billionen, Bazillionen Klicks verdient haben. Aber Titel und Thumbnail. Wenn du die nicht gescheit machst, dann gehen dir unendlich viele potenzielle neue Leute auch durch die Lappen. Und das ist irgendwie, also ich meine, das ist nicht kacke, das ist ja ganz normal, klar. So wie du dein Produkt verpackst, so wird es eben gekauft. Wenn du Scheiße drum schmierst, dann werden es nicht so viele anfassen. Obwohl es geil ist innen drin, ne? Tschüss, Leute. Ah, nice. Aber scheiß drauf, ich mache irgendwas Geiles halt. Dicke, fette Titten oder sowas. Verstehst du? Sowas zieht nämlich immer. Naja. Leute, wenn es euch gefallen hat, vor allem das Glötsch von vorhin.
Dann werde ich wieder so krass die Musik hinlegen. Das wird so richtig geil. Und schält den Rahmen. Dann gebt Daumen nach oben. Wenn nicht, vergrabt euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.